Festwochen sind etwas ganz Besonderes. Hier in Innsbruck war es zum ersten Mal vor 40, 50 Jahren, dass sich Menschen zusammengetan haben und gemerkt haben, hoppla, die Musik aus der Barockzeit und noch früher ist etwas, was uns heute sehr, sehr viel geben kann. Die unglaubliche Schönheit in der Harmonie beispielsweise. Und man hat sich hier in Innsbruck auch an Dinge getraut, nämlich die großen Barockopern aufzuführen. Mit einem unglaublichen Aufwand hat man hier Ausgrabungen immer wieder gemacht von seit 300 Jahren nicht mehr gespielten Werken, hat sie auf die Bühne gestellt und das Ganze im historischen Gewand. Nicht unbedingt in der Inszenierung stetig, aber in der Art, in der Spielweise. Die Festwochen der alten Musik sind ein kultureller Höhepunkt im Jahreskalender. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Alessandro De Marchi einen exzellenten Maestro für die Festwochen haben, der es immer wieder schafft, selten oder noch gar nicht gespielte Opern, die hunderte Jahre in Archiven gelagert sind, zur Aufführung zu bringen und uns alle in Staunen versetzt und uns sehr, sehr neugierig macht, was die alte Musik und die Barockopern zu bieten haben. Eine alte Oper vorzubereiten ist nicht so einfach wie eine modernere Oper. In einer modernen Partitur, der Komponist versucht fast alles zu schreiben, was er sich wünscht. Eigentlich alles, was er sich wünscht für die Aufführung. Also die Noten, die Interpretation, die Tempi und alles in den kleinsten Details. Aus den Festwochen der alten Musik lernen wir Geschichte. Wir lernen auch, wie es dazu mal gekommen ist zum fantastischen Stil. Letztendlich ist das auch ein Kulturgenuss, der unverzichtbar ist für unser Land Tirol. Mit den Festwochen verbinde ich persönlich ganz eine lange Zeit des Sommers, der Fröhlichkeit, der wunderbaren Musik und auch natürlich Schloss Amras. Es ist etwas ganz Besonderes und Innsbruck und die alte Musik gehören zusammen. Man kann auf die Festwochen nicht verzichten. Es ist nicht die Zeit mehr, Musik von Experten für Experten zu spielen, sondern das sieht man auch in diesem Jahr sehr gut mit dem Concerto Mobile, mit den Lunchkonzerten im Hofgarten. Wir versuchen in die Stadt hinein die Konzerte zu tragen, für jedermann, auch die Personen, die bei unserer Auslastung von weit über 90% durch die Bank keine Gelegenheit haben, Karten zu bekommen, dass wir trotzdem erlebbar sind und jeder, der vielleicht auch nicht auf die Idee kommt, in eine Barockoper oder ein Barockkonzert zu gehen, trotzdem die Gelegenheit hat und es ist Teil der Stadt, Teil des Landes Tirols. Ich freue mich jedes Jahr darauf und für die Stadt Innsbruck ist es etwas der Highlights, würde ich sagen, des Kultursommers. Gar keine Frage, aber nicht nur des Kultursommers, sondern eigentlich auch das ganze Jahr. Sie haben einen Stammplatz im österreichischen Kulturleben und Sie pflegen etwas, was sehr wertvoll ist, nämlich das künstlerische Schaffen früherer Generationen und früherer Jahrhunderte. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar. Im Hintergrund sind viele, viele Personen, im Kernteam sind es wenige, in weiterer Folge sind es dann etwas mehr, beschäftigt, um unseren Zuschauern und Zuhörern dieses große Programm überhaupt bieten zu können. Musik